Hallo da draußen und herzlich willkommen zu Warframe und wir schauen uns heute mal die Hack an. Eine Schrotflinte, die meiner Meinung nach mit zu den allerbesten Waffen im ganzen Spiel gehören. Wir gucken uns mal eben hier so ein bisschen die Moddung an und die daraus resultierenden Werte. Wir haben Höllenkammer drin für Mehrfachschuss, wir haben Stichflamme, die macht nochmal 60% extra Schaden und 60% Hitzeschaden. Dann haben wir hier den Durchbruchslader für 120% Durchschlagsschaden, weil wir dann hier schön auf eine hohe Zahl kommen mit 2,6 aus nächster Nähe. Natürlich ne, für jede Schrotflinte ein Muss. Und dann eben noch die üblichen Elementarmods, um Strahlung und Virus zu erreichen. Außerdem habe ich hier drin zerstreute Gerechtigkeit. Das ist von Steel Meridian, die Augment-Mod für die Hack. Die macht uns auch nochmal 200% Mehrfachschuss. Ich habe die Hack momentan dreimal polarisiert, bin allerdings am Überlegen, dass ich die vielleicht noch ein viertes Mal polarisiere, damit ich statt kalte Sprengung die normale, eiskalter Griff reinmachen kann. Ich bin mir aber noch nicht hundertprozentig sicher. Ich meine, immerhin, dann würden wir Virus hier nochmal ein bisschen erhöht bekommen, aber im Endeffekt, Status gut ist jetzt bei 96,5%, wäre dann, ich glaube, bei 88% für ein bisschen mehr Schaden. Aber ich finde, die Hack, die ist jetzt schon dermaßen heftig, die ist jetzt schon dermaßen stark, die semmelt alles weg. Einziger Nachteil, den ich finde, ist die Nachladezeit mit 2,2 Sekunden. Finde ich ein bisschen lang, aber es funktioniert, es geht. Schauen wir uns mal ein bisschen Gameplay an. Jo, 9% zu 36%. Alter, wir sind so am Ablosen. Ach du Scheiße. Dann habe ich hier so Frame-Einbrüche gerade. Na gut, 25 Frames. Manchmal so um die 30. Aber es ist doch ganz schön am Ruggeln hier. Boah, Moment. So. Ich weiß gar nicht, ob ich eigentlich schon Sagen bald gemacht habe. Also ein Video. Könnte ich ja eigentlich mal nachholen. Oh. Könnte ich ja eigentlich auch mal machen, wenn ich das noch nicht gemacht haben sollte, oder? Weil ich finde, Sagen ist auch ein Warframe, also den kann man spielen, wenn man Easygoing haben möchte. Weil die halt mit ihrem Ultimate wirklich so ziemlich alles wegnudelt, egal was da ist. Oh, dieses scheiß Umschmeißen da. Sterbt. So. Mistviechers hier. Na komm. Das Viech, das irritiert so. Ah, die Frames. Scheiße, die Frame-Einbrüche hier. Kacke. So, und wie man sieht, sogar auf eine gewisse Entfernung macht die immer noch huge Schaden. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Bam! Weg ist er da, der Eximus oder was das war. Also es ist wirklich dafür, dass sie so eine schlechte Genauigkeit angeblich hat, macht die immer noch auch auf große Entfernung verdammt viel Schaden. Was natürlich durchaus auch an der Art an der Augment-Mod liegen könnte. Mensch, ich hab's heute wieder mit dem Reden, das ist ja wieder Wahnsinn. Die uns ja mal eben 200% Mehrfachschuss gewährt. Stirb! Und ich muss auch dazu sagen, die Waffe ist wirklich gegen jede Fraktion geeignet. Müssen wir aber erstmal ein bisschen aufholen hier. Jetzt wird es aber langsam Zeit. Jetzt muss ich ein bisschen hin und her hetzen hier. Damit wir so ein bisschen auf Punkte kommen. Mein Gott, ey. Was ist denn hier los? Ja, Lotus, ich bin dabei. Hetz mich nicht. Ja, also, ich finde auf die Entfernung, so die Gegner noch one-hitten, finde ich super. Für eine Schrotflinte, perfekt, ist klasse. Kann man nicht meckern, absolut nicht. Oh, sind hier viele Eximus, ey. So, damit sind die auch schon wieder gestorben hier. Ihr seid für mich gestorben. So.
Oh, nochmal schnell Miasma hinterher semmeln hier. Ups. Zack. Zack. Ach Mensch, ist das wieder ein herrliches Easygoing, ohne Scheiß. Oh, ungebrochener Wille, ja, die wollte ich ja schon immer mal haben. Naja, gut. Wir markieren sie mal. Vielleicht gibt es ja wirklich jemanden, der sie haben möchte. Oh, da ist jemand ausbluten, da gehen wir auch mal eben schnell hin. Ach ja. Alles muss man wieder selber machen hier. Die Trinity steht da einfach nur rum. Okay. Oh, keine Energie mehr. Oh, nicht so schön, aber gut. Die kommt auch wieder, die Energie. Stirb, stirb. Da ist ja schon wieder einer von... Was ist denn das? Ein Ash? Nein, nee, ein Rhino, ne? Oder was ist das überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es gerade nicht erklärt. Doch, ein Rhino. Alter, wie kann denn eine Rhino nur hier dauernd sterben? Das gibt's doch nicht. Und das als Tank. Traurig, aber wahr. Na gut. Oder was heißt als Tank? Ja, doch schon. Alter. Wir losen so ab. Wir sind so am Ablosen. Egal. Wie ihr seht, wie gesagt, die Hack-Gameplay, die ist wirklich, wirklich stark. Zack, sogar auf die Entfernung getroffen. Zack, auch gekillt auf die Entfernung. Also. Huch! Hat einer eine Granate hingeschmissen. Mission gescheitert. Naja, mit dieser gescheiterten Mission verabschiede ich mich da mit diesem Video und wir waren richtig gut dabei. So, das war also ein bisschen Gameplay mit der Hack. Wie ihr gesehen habt, selbst in höherleveligen Missionen haut die richtig gut was weg, ohne dass man allzu nah am Gegner stehen müsste. Also wer, wie man gedacht hat, so, ja, Schrotflinte, muss ich so nah am Gegner dran, nicht mein Ding, sollte die Hack auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich zeige nochmal kurz schnell so ein bisschen die Moddung hier und sich am besten auch auf jeden Fall von Steel Meridian die Augment-Mod holen. Die ist nämlich einfach nur absolut immer für die Hack. So, damit soll es das gewesen sein für dieses Video. Aus der Haus und tschüss.